So, und damit herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge des Let's Shows. Und zwar, heute geht es mal wieder um unsere gute alte FFF-Welt. Und natürlich, das muss jetzt noch sein, ganz am Anfang. So, es hat sich wieder einiges getan. Es sind jetzt 5 Monate vergangen. Und hier steht ein Kuchen. Ich weiß nicht, ob da letztes Mal schon da stand. Ich habe mir schon im Voraus nochmal das Video angeguckt, das letzte. Und heute sind wir natürlich auch jetzt auf 1.7.2. Und ich möchte heute einfach mal die Änderungen vorstellen. Die erste ist hier schon mal. Also hier haben wir jetzt so eine kleine Dekoration drin mit dem neuen gefärbten Glas. Also neu relativ, weil die Version kam ja schon 2 Wochen nach dem letzten Let's Show. Und deswegen ist sie nicht mehr allzu neu für mich. So. Hier unten ist, glaube ich, alles alt, ne? Ich gehe erstmal hier runter. Also hier, das Nether-Portal ist jetzt aus, weil das nichts mehr gebracht hat. Hier, Zuckerrohrfarm, die habe ich sogar manchmal noch benutzt. Da die Mine, da habe ich jetzt Spinnenweben, da habe ich mit einer Behutsamkeitsschere einer richtigen Mine abgebaut. Hier haben wir noch immer unsere gute alte Monsterfalle. Oh, gehe ich mal lieber nicht rein. Da gehen wir mal hier lang. Hier habe ich nämlich einiges ausgebaut. Und habe mir gedacht, ja, man könnte doch mal so ein paar Dekorationselemente einbauen hier. Mit Lava und Glowstones und allem. Und hier kommen wir dann per Teleport. Vorher war das ja so ein gröblicher Gang. Den habe ich übrigens alles manuell zugebaut. Und hier kommen wir dann per Teleport zum Ende, wo wir letztes Mal die Chunks aus Versehen gelöscht hatten. War auch nicht so geil. Aber mittlerweile habe ich das eigentlich alles ganz gut wieder aufgebaut. Na gut, die Lava da unten habe ich. Also die Schlucht habe ich immer noch nicht erkundet, außer da war ich mal. Und ich habe auch gemerkt, dass teilweise von der Höhle war sogar noch erkundet, ein paar Sachen. Nur eben, also es war genau da die Trennung irgendwie, wo ich das damals gelöscht hatte, die Chunks. So, ich gehe erstmal ins Ende, weil da hat sich so ein bisschen was getan. Hier haben wir nämlich jetzt eine Minecart-Strecke, wo natürlich kein Minecart drauf ist. Oh, wieso habe ich noch 20 Diamanten dabei? Hab gerade mein Schwert repariert. Naja. Kann ich mir hier mal ein Minecart basteln? Aber hier ist eh noch. Ach komm, mach ich mir noch ein zweites. So. Da draußen haben wir dieses Haus. Da hat sich eigentlich nicht viel getan. Und hier habe ich so viele Cobblestones einfach verschwendet. Das klappt ja nicht. Ach, jetzt bleiben wir stehen. Hä? Jetzt wäre ich erstmal draußen gespawnt. Na super. So. Nein, nicht. Ach, ist mir doch egal, wo du hinfährst. Na so. Da geht es dann halt zu diesem Endportal, wo es wieder in die Oberwelt geht. Und hier geht es jetzt nach unten. Zur Enderman-Farm, wo ich ewig stand und gefarmt habe. Das war so ein Aufwand, deswegen muss ich das einfach mit hier reinbringen. Kann ich schon wieder was essen? Nee. So, da sind wir auch schon. Ich steige immer ein bisschen vorher aus und setzt er mich manchmal, hat er mich da drüber gesetzt, dann bin ich runtergefallen. Zum Glück habe ich Keep Inventory an, also wenn ich hier runterfalle, behalte ich meine Sachen. Aber ich glaube, das habe ich alles schon früher mal gesagt. Ich habe noch ein paar verzauberte Bücher drin. Und ja, ich habe einige Versuche starten müssen, bevor ich endlich dann Glück hatte. Also Glück auf so ein Buch zu kriegen hier. Als Verzauberung. Oh, ganz schön viel Müll hier. Ihr wisst gar nicht, wie viele Enderperlen ich hier schon runtergeschmissen habe, weil ich sie einfach nicht mehr gebraucht habe. So, aber sonst ist eigentlich auch alles beim Alten geblieben. Hier habe ich halt die Bücherregal, hier stand an der Zaubertisch. Und ich war zu geizig, mir einen neuen zu craften, habe ich einfach den alten immer abgebaut, aus der Oberwelt hierher. Dann wieder in die Oberwelt und so weiter. Naja, der gute alte Geiz, ne? So, komm, geh mal drauf hier. So, dann fahren wir mal wieder zurück. Das war jetzt ja nicht so spektakulär, aber die spektakulären Sachen kommen nachher noch in der Oberwelt. Und dann zeigt man eben erstmal die lapidaren Sachen am Anfang. Aber vorher war ja echt nur so ein ganz kleiner Steg, wo man mal manuell rüberlaufen musste. Und das ist jetzt schon viel, viel besser. So, dann laufen wir mal hier lang. Hier natürlich alles schön ummauert und alles.
Und hier führt jetzt ein kleiner Weg zu meinem Haus, wo ja eigentlich auch nicht mehr sich so viel getan hat. Also hier. Na gut, oh, hier sind noch Glowstones und Enderperlen. Wie kommen die ja rein? Enderperlen kann eigentlich hier bleiben. Kartoffeln und alles. Noch was in den Öfen? Ne, ich glaube nicht. So, da hinten noch eine Mini-Karottenfarm, da noch eine Baumfarm. Cobblestone Generator, kennen wir ja alles schon. Und dann springen wir mal hier rein, geht's wieder in die Oberwelt. Oh. Ach, ich habe das immer noch nicht zurückgesetzt. Jetzt spawne ich hier an meinem Außenposten. Das ist ein bisschen blöd, wo ich natürlich auch gleich ein Command-Blocking gemacht habe, damit ich nicht immer durch den Nether laufen muss, so ewig. Aber hier ist eigentlich auch nicht so viel passiert. Das ist eben halt, ja, so wie es immer war. Das hatte ich ja mal so in so einer Extra-Folge gemacht, damit die eine Folge nicht so lang wird. Aber die Folge wird eh ein bisschen länger werden. So, ich habe die Baumfarm übrigens ein bisschen vergrößert. Früher ging die nur bis hierhin. Und jetzt geht die eben bis ganz da hinten. Habe ich hier einfach ein Stück Erde drüber gezogen. Kann ja nochmal zeigen. Die sind ja noch nicht alle nachgewachsen. Ich habe nämlich noch einiges an Setzlingen gebraucht. Aus Gründen, die ich nachher noch nennen werde. Oh. So, habe ich einfach hier so gemacht. Und da spawnen jetzt auch die ganze Zeit Zombies drunter. Und ich hasse Regen, ey. Das gibt's nicht. So, zum Glück kann man bei 1.7 jetzt die Sounds ausstellen von Regen und alles. So, hier können wir übrigens mal gucken. Also so viel habe ich gesammelt. Das ist schon allerhand. Da oben auch noch was. Na gut. Und anstatt dass wir jetzt durch den Nether laufen, laufe ich hier gleich zurück oder teleporte mich. Zack. Sind wir im Haupthaus. Leider einen Block daneben, nicht hier. Und hier habe ich jetzt mal eine schöne Karte aufgehängt, die ich schon ewig in der Kiste rumliegen hatte. Von der Gegentür. Sieht eigentlich ganz nett aus. Hier der riesige Wald, der noch riesiger geworden ist jetzt, den ich gleich zeigen werde. Und ja. Hier halt die Tierfarm, habe ich jetzt auch Mauern gemacht statt diesen Zäunen. Hatte ich letztes Mal schon Mauern? Ich glaube schon, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Weil durch die Zäune sind die Hühner und alles immer durchgeglitscht und das fand ich immer ein bisschen blöd. So, da hinten habe ich jetzt auch. Oh, kommt natürlich gleich ein Enderman her. Da hinten habe ich jetzt auch diese Erde mal entfernt und alles Cleanstone gemacht. Ich weiß noch nicht, vielleicht baue ich da mal weiter. Aber ich denke mal nicht. Hier im Boden habe ich jetzt Glowstones gemacht mit grauem Glas. Das fand ich ganz passend. Und hier haben wir jetzt so ein paar noch Command-Blöcke. Ihr seht, ich habe einiges mit Command-Blöcken gemacht, damit ich einfach nicht immer diesen Aufwand habe. Kann jetzt zum Beispiel Toggle-Down vormachen. Oder wahlweise auch Do Daylight Cycle hatte ich auch eine Zeit lang drin. Oder habe ich sogar noch, ich weiß es gar nicht. Hier teleporte ich mich zur Baumfarm, wo wir gerade waren. Und hier habe ich einen kleinen Lavamülleimer, wo ich alles Mögliche reinwerfen kann. Den habe ich auch unbedingt gebraucht. So, hier haben wir eine Zuckerrohrfarm, so wie es vorher schon war, den Zaubertisch oder Zauberbox. Und hier halt noch ein paar Bücher. Und hier der Brenner. Und hier habe ich mir jetzt einen Braustand hergestellt, damit ich nicht immer irgendwie ewig weit laufen muss. So, im Nether hat sich eigentlich gar nicht so viel getan. Ja, komm. So. Gehen wir mal hoch. Was sich so im Dorf, sag ich mal, getan hat. Da ist nämlich auch etwas Großes herangewachsen, nochmal neu. Und zwar die Bäckerei. Nee, die war ja schon da. Und ihr seht, da hinten habe ich jetzt auch alles zugepflanzt. Das war vorher, glaube ich, noch offen, oder? Ja, ich denke mal schon. Und da natürlich wieder ein Creeper, warum auch nicht. So, aber was ich jetzt erstes zeige, bevor wir jetzt zu dem neuen da hinten kommen, gehen wir erstmal hier rein. Ich habe da jetzt nicht mal so dieses Brauding draus gemacht, sondern so einen Beratungsraum. Weil der Braustand ist jetzt woanders. Das habe ich jetzt alles maschinisiert, sozusagen. Der Hund sitzt natürlich immer noch hier. Da wird mir aber nicht mehr gehorchen. Ich kann also nicht mehr aufstehen lassen. Aber ich glaube, wenn ich ihm Fleisch gebe, geht es wieder auch. Keine Ahnung. Oder Knochen. Habe ich Knochen? Nee. So, und zwar, ich habe jetzt einfach mal so ein paar Deko-Elemente reingetan.
weil ich nicht wusste, was ich hiermit anfangen soll. Ach so, da gehen die Dinger auch immer auf, wenn man hier drauf latscht. Gut, gehen wir mal wieder raus. Also, das Ding ist eigentlich jetzt relativ überflüssig. Erzbunker hat sich eigentlich auch überhaupt nichts getan. Dann natürlich das Hundegrab immer noch und die Mini-Baumfarm. Hier wollte ich jetzt noch was hinbauen, aber habe ich nichts gefunden. Da ist immer noch die Zuckerrohrfarm. Dann diese... Wie hieß das? Dings. Ach, ich keine Ahnung. Hier können wir übrigens mal die Redstone-Schaltung sehen. Ist nicht viel. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht gezeigt. Und die ist auch total spannend. Die musste man jetzt zeigen. Ach so, hier automatische Kartoffel-, Karotten- und Weizenfarm. Habe ich auch lange nicht mehr benutzt. Weil ich nicht mal so viel Bone Meal übrig hatte. Das habe ich alles für den Wald gebraucht. Oh, Ozolotz hier. Ich kann mich noch erinnern, wo ich mal, das war vor anderthalb Jahren, wo ich mal hier so eine Katze gezähmt hatte, die sie dann einfach wieder gelöscht wurde, als ich mich wieder neu eingeloggt hatte. War auch ein bisschen blöd. Ach, hier haben wir noch ein Wasserbecken ausgeleuchtet, ist ja cool. So, dann können wir gleich mal da reinkommen. Also hier, das ist jetzt so ein bisschen versteckt im Wald. Na gut, versteckt kann man jetzt nicht sagen, aber es ist halt so ein bisschen im Wald. Und hier haben wir so einen kleinen Vorraum. Das soll so eine Art Tempel darstellen, hier mit Quarzblöcken und allem schön gemacht. Und dann haben wir hier noch eine Truhe, wo ich immer mein ganzes Zeug drin hatte. Wollte ich eigentlich wegräumen, aber ich habe es hier gelassen, weil ich nicht wusste, was da sonst hin soll. So, hier haben wir dann so eine kleine Bank. Da noch ein paar Bilder und Glowstone. Aber jetzt kommen wir erst zum richtigen Teil. Und zwar geht es hier in Sandstein über das Ganze. Und hier unten kommen wir in einen riesigen Tempelraum, der natürlich jetzt nicht so einen Sinn hat, aber ich hatte einfach mal Bock, einen Tempel zu bauen, der vielleicht auch ein zentraler Sammelpunkt wird für so manche Sachen. Da kann man schon sehen, da geht's später mal raus. Da geht's jetzt schon zur Seite raus. Da können wir gleich mal reingucken. Und das hat echt ewig gedauert, das hier alles auszuheben. Da habe ich mir extra eine neue Spitzhacke gemacht. Die lag da gerade noch in der Kiste, die war ganz abgenutzt fast. Und, Alter, ey, das war so eine Buckelarbeit. Ich wollte eigentlich hier noch so ein, noch alles nochmal 5 Blöcke ab hier in die Tiefe und da dann erst diese Abstufung machen. Aber da habe ich dann gedacht, nee, machst du nicht, das wird zu viel Arbeit. Und da habe ich dann gesagt, gut, machen wir es so, das hier soll jetzt ein Altar oder sowas darstellen. Vom Tempel, der zentrale Sammelpunkt oder Mittelpunkt halt. Und ja, ich musste echt, guck mal, hier überall sind Fackeln, hier habe ich Glowstones, damit das überall einigermaßen ausgeleuchtet ist. Und hier sieht man, hier ist immer noch ein bisschen dunkel. An der Seite natürlich schön dekoriert mit Lava, da noch ein bisschen, hier überall schön Schilder drüber. Und da die Riesen, der Riesenkronleuchter. Und dann gehen wir mal hier in den Seitentrakt oder keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Einfach nur einen Seitengang eigentlich. Und da gehen wir erstmal nicht hier lang, sondern erstmal dahin. Hier habe ich übrigens Redstone-Lampen einfach mal angebracht. Fand ich mal eine kleine Abwechslung. So, und da hinten, ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, dass ich einen Spinnenspawner gefunden hatte. Und das hier ist der jetzt. Den habe ich jetzt angeknüpft hier dran. Und ja, hier habe ich halt noch ein paar Items und so weiter. Und hier oben noch so eine kleine Wand, aber... Vorher waren die Kisten und alles hier oben, aber ich habe das dann nach unten befördert, weil hier ist auch Höhle und das fand ich so hässlich. Und damit das alles ordentlich angeknüpft ist, habe ich es halt so gemacht. Fand ich ein bisschen besser. Und dann können wir mal zurück zu dem anderen Ding gehen, was ich jetzt gleich noch zeige. So, also die Spinnenfarm, die war jetzt nicht so ergiebig, aber ich habe mir die halt angelegt. Weil ich ein paar Spinnenaugen brauchte und den Grund zeige ich euch gleich. Jetzt geht das mal hier hin, hier sind ein paar Netherziegel. Und mal gucken, wo geht's denn da hin? Ja, da haben wir ein Rosenfeld, nee, natürlich Netherwarzen Farm, eine kleine. Dann haben wir hier so einen Ofen, eine Werkbank und so weiter, kennt man ja. Und dann hier ein paar Braustände. Oh, und wir nähern uns langsam dem, was das ja eigentlich von Sinn haben soll, dieses Gebäude. Und hier ist das Dachgeschoss. Und das Ganze soll natürlich ein Alchemieturm sein, wo so ein bisschen gebraut wird und so weiter, so ein kleiner Brauturm. Und die Idee entstand aus einem Insider,
Ja, aber Insider, wie das mit Insidern so ist, die kann man nicht erklären. Also die muss man einfach, da muss man einfach dabei sein und so. So, also Alchemieturm hier. Und wir können auch nochmal, der hat natürlich auch einen Ausgang. Also der geht nicht nur unterirdisch weg, sondern wir können hier auch raus. Aber der steht mitten im dichten Wald. Und wir kommen hier nur ganz schwer voran. Vor allem wenn Zombies von überall kommen, komm, ich will ja eigentlich nicht kämpfen. Mann. Komm, ich gehe mal friedlich, so wie in alten Tagen. Wo ich immer so feig geworden, friedlich gegangen bin. Aber jetzt ist wirklich besser, wenn wir das machen. So. Und hier könnte man dann halt sich einen Weg suchen, da schon See. Oh, es gewittert sogar. Scheiße. Ich habe doch einen Regen ausgestellt vorhin. Oder hat er schon wieder angefangen? Aber wenn es gewittert, kann ich eigentlich schnell mal schlafen gehen. Zum Glück. So, komm, da gehe ich schnell mal pennen, solange es noch geht. Wir gucken uns den Alchemieturm dann auch noch mal von außen an. Aber der war eigentlich relativ schnell gebaut, hat nicht lange gedauert. So. Hier das Ding liegt übrigens komplett unterm See oder fast komplett. Deswegen tropft es auch überall durch und da backen sich immer die Tintenfische so ein klein wenig durch. Das war auch so mühselig, genau deswegen, gerade deswegen, weil das hier immer der Sand runtergefallen ist und alles. Alter, ey, das war so schlimm. Aber jetzt gehe ich erstmal schlafen, eine Runde. So. Dass sich jetzt in der Stadt nicht so viel geändert hat, ist natürlich ein bisschen blöd. Aber naja. Und ich habe ja diese Folge auch mal was Besonderes vor. Also was ganz anderes, was wir so noch nicht hatten. Was eigentlich auch das Ende dieser Welt hier darstellen soll. So. Hier habe ich übrigens jetzt auch Glowstones angebracht. Ach so, und eine Tradition, die ich natürlich noch befolgen will, ist hier in die Kisten zu gucken. Nee, eigentlich nicht. Oh, habe ich Blumentöpfe drin sogar. Und zwar, ach, hier habe ich jetzt, hier waren noch mal Cobblestones, habe ich jetzt endlich mal Erde hingemacht. Hier natürlich Glowstone schön angebracht, damit es ein bisschen beleuchtet ist hier. Hier habe ich auch ein Stück vom Berg abgetragen, was hier erinnert, das ging ja vorher immer bis hier hin. Aber jetzt kann man hier easy dran vorbeilaufen. So, ist auch nicht mal so hässlich wie vorher, finde ich zumindest. So, dann können wir mal hier reingucken. Gemäß so einiger Traditionen, ach, jetzt wird da alles kaputt, ey. Ich hatte das mal zeitweise repariert und jetzt wieder alles kaputt. Na super. So, und zwar unsere Baustelle. Ja, immer noch Baustelle, ewig Baustelle, ne? Kennt ihr ja, habe ich jedes Mal gesagt. Da hinten habe ich eigentlich weitergemacht. Vielleicht drei Blöcke habe ich abgebaut, ich weiß es nicht. Ach egal. Wird man nicht mehr werden hier. Oder wird es noch was? Vielleicht gibt es da eine Special-Folge. Obwohl das ja schon das Let's Play Special ist eigentlich. Komm. Nee, komm, ich mache mir jetzt keine neue Werkbank. Da gehe ich lieber mal in den Hafen. Und mache mir jetzt doch nochmal. Ich weiß, dass es in der Let's Show Folge ist, aber ich mache es trotzdem mal. Und zwar Treppen. Repariere ich das Ganze mal da unten. So. Ach, ich dachte schon, das ist ein zweiter Block genau neben dem anderen. Wenn man die Enderman immer. Mit ihren Allüren. So. War das so nur oder hatte ich hier noch mehr? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Hatte ich hier nicht noch so? Nee, das war bei der anderen, gell? Na gut, repariert und nächstes Mal fertig gebaut. Vielleicht. Vielleicht mache ich da auch noch was ganz anderes draus, wer weiß. Das wäre auch mal eine Idee. Vielleicht auch so eine Art Tempel, obwohl wir das ja schon mal haben. Aber das könnte man vielleicht auch mal in Erwägung ziehen. So, hier können wir nochmal in die Kisten gucken. Ich habe also seit 1.7 schon ein paar Fische geangelt, die neu dazugekommen sind. Hier natürlich noch tausende Bögen. So, da gehen wir mal nach da hinten. In den Tempel wieder. Ach nee, ich hatte jetzt eigentlich alles gezeigt, okay. Und was ich natürlich noch zeigen will, ist Folgendes.
Und das ist jetzt wieder eine größere Sache. Ich hatte es ja letztes Mal schon angekündigt. Der Schnee liegt übrigens immer noch da von dem Schneemann damals. So, und zwar, hier geht es ja rein in den Wald. Kennt man ja sicher schon. Und ich habe hier nochmal ein paar Verbesserungen vorgenommen auch. Also hier nochmal alles dichter gemacht und so weiter. Hier kommen jetzt auch keine Zombies mehr von der Seite. Also die spawnen hier. Ich habe jetzt auch überall Fackeln angebracht. Das war ja letztes Mal auch schon teilweise, aber jetzt noch ein bisschen verbessert alles. So, dann habe ich hier, ich weiß nicht, ob es genau hier war oder woanders, die Höhle zugebaut. Also die Höhle, hier war ja immer so eine Höhle, gell? Und die habe ich jetzt endgültig zugebaut, habe überall Bäume noch drauf gesetzt. Und ja, hier gibt es jetzt auch keine Lichtungen mehr oder so. Ach nee, ich glaube, hier war die Höhle, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, genau, die war hier. Ach, Kaspersi kommt schon wieder. So, hier genau war der Kackstift. Das hier ist immer noch der Kackstift, der ist natürlich geblieben. Und hier in der Nähe war dann die Höhle. Ich weiß gar nicht, komme ich da jetzt noch rein? Nee, eigentlich nicht, ne? Kommt man da jetzt noch rein? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Da gibt es nämlich so einen versteckten Eingang dann noch, da kommt man gar nicht mehr hin. Hätte ich vielleicht mal so machen können, aber hätte ich dann da auch immer beleuchten müssen, alles, damit da auch keine Creeper kommen und einen überraschen können. So, hier habe ich jetzt auch weiter gepflanzt auf der Seite, da war ja vorher noch gar nichts fast. Und ja, dann gehen wir erstmal hier hoch. Oh, hier sieht man noch alles. Ist geheim eigentlich. So, hier ist jetzt auch so ein Riesenbaum gewachsen, hat mir ganz gut gepasst. Da kommt man nämlich einfach hier von dem dichten Wald in zu dem Haus hier. Und hier drüben ist jetzt halt auch alles zu. Ich glaube, das. Ach nee, das war es sogar letztes Mal schon. Und hier kommt man jetzt auch nicht mal hoch, so wie letztes Mal. So, hier haben wir natürlich wie eh und je noch die Öfen und die Kiste. Ja, so viel Zeug ist da jetzt nicht drin, nicht besonderes. So, dann habe ich hier noch die Enderperlen und die haben einen ganz bestimmten Grund. Damit teleportiere ich mich nämlich immer hier hoch. Und da guck mal, wie groß der Baum ist einfach, das ist so geil. So, und zwar jetzt mache ich mal eine Sache, ich cheate mal ganz heimlich. Ihr habt nichts gesehen, ne? So, und zwar Game Mode 1. Und jetzt können wir mal, ich mache mal F1. Jetzt können wir mal gucken, was wir hier alles haben. Also der Wald ist wirklich so riesig gewachsen. Das glaubt ihr nicht, wie groß der jetzt ist. Da hinten ist es noch flach und das hat auch eine Bewandtnis. Die zeige ich aber gleich. So, hier haben wir jetzt den riesen Dschungel halt, gell? Oh, ich mache mal gerade einen kleinen Trick. So. Alle Chunks neu laden mit F3 und A. Hier ist der Wald ein bisschen offener, weil das hatte ich extra so vorgesehen, dass man sich dann halt dahin vorkämpfen kann. Hier am See können wir auch nochmal gucken. Da habe ich... Hier, guck mal, hier ist alles eingestürzt, der halbe Sand einfach alles weg an den Seiten. Und das ist also hässlich, ich weiß auch nicht. So, also hier ist der Wald jetzt riesig gewachsen, hier war ja vorher so eine kleine Insel. Da habe ich jetzt auch noch alles weit gepflanzt, da hinten allerdings nicht mehr, das war mir ein bisschen zu übertrieben. Hier beim Alchemieturm natürlich und da vorne kommen wir gleich hin. Jetzt will ich aber gerade erstmal noch was zeigen, was ich gerade noch im Augenwinkel gesehen habe. Und zwar, wo ist es denn? Die Dschungelhütte, da ist er, die ja schon lange hier steht. Und zwar habe ich hier ein bisschen ausgebaut. Ja, wer hätte es gedacht? Habe ich erst letztens gemacht, als mir mal langweilig war, habe ich einfach hier ein bisschen so. Und hier sollten eigentlich jetzt noch Ranken runterwachsen, die dann hier so ein bisschen die Wand bilden. Damit von außen, weil durch Ranken können ja Mobs einen nicht sehen, da kann nichts reinkommen. Beziehungsweise, wenn was kommt, die können zwar da durchlaufen, aber die nehmen einen halt nicht wahr, wenn sie da draußen sind. Das ist ganz gut so. So. Und ja, ist gerade Mittag. Gut, ich kann ja F1 jetzt wieder anmachen. Ja, finde ich mal ganz cool. Aber, naja. Guck mal halt mal. So, dann hier vorne an der Wüste. Die Wüste ist natürlich immer noch meine Monsterjagdwüste. Und die Kuh hier, gell, die war eigentlich erst in dem Dschungel da drüben, der sich gerade aufbaut. Da kommt die Kuh her, die ist bisher hergelaufen, die war erst eine Zeit lang dort, dann war sie hier so und dann ist sie hier jetzt.
Hier ist natürlich immer noch dieser Riesenkrater von den Creepern. Und hier habe ich erst letztens wieder ein bisschen nachgepflanzt, damit das wirklich noch bis an die Wüste rangeht, der Wald. Und ihr glaubt nicht, wie riesig der Wald ist. Der Wald geht von hier bis ganz da hinten. Kann ich gleich mal zeigen. Der ist so gigantisch. Auch hier habe ich noch ein bisschen nachgeholfen. Wie der dann so in den Dschungel übergeht, finde ich auch eigentlich ganz nice. Habe ich auch damals extra so gemacht. Hier den See muss ich vielleicht nochmal irgendwie fixen. Sieht man jetzt nicht so gut, aber ist halt hässlich, ne? Wenn man näher hinguckt mal. Aber ist ja eigentlich auch egal. Na gut, da hinten ist unser schönes altes Haupthaus, das es schon ewig gibt. So, jetzt sieht man erstmal, wie riesig der Wald ist, deswegen muss ich auch in Creative Mode gehen bei solchen Sachen. Tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen cheate. Und hier geht halt der Wald auch in Tiger über. Der geht stellenweise in Tiger über, manchmal in Dschungel. Oh, guck mal, jetzt sind noch ziemlich viele Chunks geladen zur Zeit. Kann ich jetzt von hier aus bis in die Wüste gucken? So. Und teilweise, also der Wald geht wirklich überall hin. Hier habe ich jetzt auch weiter zugebaut. Hier war ja letztes Mal noch Sumpf, gell? Und hier habe ich jetzt halt auch alles zugepflanzt, alle Landstriche. Also ich habe dazwischen noch nicht Erde aufgeschüttet, sondern überall, wo Land war, habe ich auch Bäume hingesetzt. Hier zum Beispiel gleich 4 Stück. So wie ich das sehe. Oder 5, nee. 6 Stück. 6 Bäume auf die paar Blöcke hier. Tja, sind sogar gewachsen. Hätte ich nicht gedacht. Hier natürlich immer mal Birken dazwischen. Habe ich lange Zeit nicht gemacht. Da standen wirklich nur Eichen. Aber jetzt in letzter Zeit, wo ich gepflanzt habe, habe ich auch immer darauf geachtet, dass ich mal ein paar Birken dazwischen habe. So, was haben wir hier noch? Was ist denn das? Oh. Naja. Irgendeine Höhle. So. Und hier haben wir halt auch alles Wald. Hier alles begrünt. Da geht es bis in die Extreme Hills rein. Also guckt euch das mal an hier. Das ist so riesig einfach, das Territorium. So. Und hier ist natürlich jetzt alles Schnee, weil in Extreme Hills schneit seit 1,7 ab einer bestimmten Höhe. Also in Klammern Höhe 95. Oh. Hinten sieht man, alle Höhlen sind erkundet da. Jetzt ist natürlich wieder weg. Müssen wir mal irgendwie Wallhack reinmachen, dann können wir mal alle Höhen angucken, die ich so erkundet hatte. Und hier sind noch nicht mal alle Setzlinge gewachsen, weil die Chunks gar nicht mehr geladen werden. Ich habe mich immer woanders rumgetrieben. Ich hatte mich hier zwar schon mal AFK mal hingestellt, aber es hat trotzdem nichts gewirkt. Sind hier noch nicht alle Bäume herangewachsen. Aber ihr seht schon, worauf das hinauslaufen sollte. Also hier sollten alles noch Bäume wachsen. Und da geht das Wald sogar noch in den Dschungel über, der eigentlich total weit weg ist von dem anderen Dschungel. Es ist einfach nur mega groß. Finde ich auch richtig geil. Hier ist der Wald dann wieder ein bisschen lückenhafter, sozusagen. Hier geht's dann, ist dann der Übergang und hier war ja dann immer die Insel. Oh, hier ist sogar auch noch ein Kackstift. Ist ja geil. Hier war dann die Insel, wo ich immer eine Kiste stehen hatte, wo ich immer Slimes gefarmt habe. Ist aber jetzt auch alles nicht mehr, die habe ich also alle ausgeräumt. So, und da habe ich auch alles zugepflanzt. Also hier ist wirklich alles voller Wald. Einfach. Da war vorher auch noch nichts hier. Und jetzt ist alles zu. Und ich habe so viele Setzlinge dafür gebraucht, deswegen musste ich ja meine Baumfarm so erweitern. So, hier ist jetzt auch alles zu, das war vorher auch noch nicht. Dann bis hier hinten noch. Und da haben wir eine gerade Fläche, die werde ich euch gleich zeigen. Das hebe ich mir dann so ziemlich vor den Schluss auf. Erstmal will ich den Wald zeigen und eine Sache wollte ich auch noch. Und zwar, da fliege ich mal ganz kurz hin, das ist da hinten so in der Richtung. So komm, hier kommt es einem nicht so langsam vor beim Fliegen, wenn man auf der Höhe fliegt. Wenn man dann mehr Blöcke pro Sekunde an sich vorbeirauschen sieht, als wenn man 1000 Meter hoch fliegt, da ist natürlich nicht so viel los, ne? So, ach hier war noch Fackeln, da wollte ich mal Höhlen erkunden noch. Aber ich wollte noch eine Sache zeigen da hinten. So.
glaube, da hinten hatte ich. Ach nee, da war das noch nicht, wo ich die Chunks gelöscht hatte. Und zwar hier in der Wüste wollte ich noch was zeigen. Da hinten fängt es schon an. Da habe ich nämlich den ganzen Sandstein her für den Tempel. Ja, guckt euch das jetzt mal an. Hier habe ich sogar noch einen Dungeon gefunden. Mitten in der Wüste. Das habe ich stehen lassen einfach mal. Hier ist alles gefarmt. Da. Ich habe die halbe Wüste weggekratzt. Guck mal, bis da hinten hin geht die. Es ist wirklich hier alles abgefarmt und immer den Stein stehen lassen. Da ist nur eine Kiste. Wasserbecken sind natürlich geblieben. Da alles abgefarmt. Also es war so eine Arbeit. Habe ich so lange hier dran gesessen. Da habe ich noch Zuckerrohr sogar angebaut. Das ist immer nebenbei gewachsen, weil ich das auch noch gebraucht habe. Und wofür? Das sehen wir jetzt, würde ich mal sagen. Ich wollte es nur so schnell noch mal zeigen, hier die Sandfarm. Damit man auch mal ungefähr nachvollziehen kann, was da für eine Arbeit drin steckt. Und da in der Richtung ist dann übrigens das Exil, was ich mal, wo ich mal gelebt hatte, als ich auf 1.6 geupdatet hatte. Ist jetzt auch schon wieder ein Dreivierteljahr fast her, gell? Oder? Na gut, sagen wir mal, ein gutes halbes Jahr ist es her. So. Da haben wir auch noch eine Höhle. Die wollte ich vielleicht mal irgendwann erkunden. Vielleicht sogar im Rahmen eines Videos. Ich weiß noch nicht genau. Alter, wie lange ich schon aufnehme. Weil die Sachen diesmal so weit auseinander liegen. Und dann doch nicht so viel passiert ist. Außer hier im Wald. Aber sonst, der Tempel. Steckt zwar viel Arbeit drin, aber ist halt schnell gezeigt, ne? Deswegen ist immer so ein bisschen blöd. So, gehen wir mal wieder hierher. Und jetzt kann ich eigentlich auch Game Mode 0 wieder anmachen. Und da gehen wir mal einfach diese Abzweigung lang. Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich das gebaut hatte. Das war im Dezember. Ja, und da gucken wir mal, wo das hinführt. Durch den Wald. Das ist jetzt der Wald von unten. Ich habe mich auch mal bemüht, dass hier der Dach drüber ist, in Form vom Laub. Und dass hier vor allem keine Mobs reinkommen von der Seite. Und zwar, was wir jetzt hier haben, ist ein Braustand, ein automatischer Braustand. Und dafür habe ich halt auch die ganzen Sachen wie Zucker oder Spinnenaugen gebraucht oder auch Magma Cream. Und ja, hier, ich habe das auch alles noch nicht befüllt und auch noch nicht benutzt, aber ich wollte es halt mal bauen. Weil ich einfach die Herausforderung wollte. Egal, ob ich es dann benutze. Ich wollte halt mal was mit Redstone bauen und so weiter. Und da war ich halt baulustig und habe hier einfach das gebaut. Und ich hatte es ja auch vor. Ich hatte es ja letztes Mal gesagt, ich wollte eine Witterskelettfarm und einen Braustand werden. Und nur aus dem Braustand ist was geworden. Die Witterskelettfarm ist leider nichts geworden. Und das hier ist natürlich auch von Pande abgeguckt. Hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt. Was mir noch ein bisschen stört, dass er jetzt keine Videos mehr macht seit 6 Monaten oder so, ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, da hat auch irgendwas mit der Hand oder so. Ich weiß es nicht. Habe ich mal gelesen auf Google Plus. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es soll ja hier einfach nur darum gehen, dass ich mir das davon halt mal abgeguckt habe und dass man nicht hier wieder schreiben soll, dass das scheiße ist. Wieso machst du die anderen nach und so weiter? Man kann doch sich von anderen was abgucken, wenn man das gut findet. Und wieso ist hier kein Item drin? Ach, eine Gasträne. War ich wieder zu geizig, eine Gasträne reinzustecken? Oder ich habe eine reingesteckt und ein Skelett hat draufgeschossen und ist rausgeploppt. Das war natürlich auch blöd. Wenn ein Pfeil da drauf liegen, dann weiß man ja, da gehen die Dinger raus. Und sogar wenn man Enderperlen drauf wirft, das könnte ich mal zeigen. An dem, selbst dann, ploppt das Ding hier einfach. Alter. Da war das und da droppt es. Das ist doch nicht dein Ernst. Ganz ehrlich. Und auch wenn man Enderperlen auf Tiere wirft, dann fühlen sie sich auch angegriffen und laufen wirr umher. So. Ist jetzt auch egal, ob ich Enderperlen verschwende. Ich habe so viel von dem Scheiß. Brauche ich überhaupt nicht mehr eigentlich. So. Ja, dann hätten wir das ja auch gezeigt. Der Braustand, den hätte ich natürlich auch noch unterirdisch anschließen können. Ach komm, ich teleportiere mich runter oder dahin gleich. Kostet weniger Herzen. Und hier kann man dann immer einstellen halt, was man hier gebraut haben will. Muss man sich dann ein bisschen durchzurechtfinden. Keine Ahnung. Hier habe ich jetzt auch noch eine Menge Holz reingesteckt, weil ich einfach so viel Holz hatte. Wie man ja vorhin schon gesehen hat, habe ich mir einfach mal gegönnt.
Da oben, das sollte natürlich nicht so abgeflacht sein. Das habe ich jetzt gestern gemacht, noch. Da habe ich noch die letzten Handgriffe gemacht. Aua, habe ich gesagt, nee, komm, lässt es jetzt so, ist doch auch egal. Und naja, es kann halt nicht alles perfekt sein. Und dann gehen wir mal wieder zurück. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gezeigt. Wenn nicht, dann hänge ich halt am Ende noch was an. Also immer schön dranbleiben. Das Beste kommt zum Schluss. So, ich glaube, ich habe alles gezeigt. Es dürfte jetzt nichts mehr geben. So, gucken wir mal. Ja, dazu gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen. Ich habe die ganze Zeit wirklich gelabert, was man von mir nicht so kennt. Na gut, obwohl hier in den Let's Shows gibt es immer viel zu erzählen. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendeine Sache. Muss ich gerade ganz kurz überlegen. Ach, von hier aus hat man das Portal übrigens. Gut, dann würde ich jetzt eine Sache noch erledigen. Und zwar, die Glowstones räume ich gleich mal hier rein. Die Diamanten kommen dahin. Das Holz kommt raus wieder natürlich. Weiß gar nicht, warum das da drin liegt. Hier ist übrigens noch meine alte Diamantrüstung, die nicht verzaubert war. Ich habe mir einfach noch mal eine neue gemacht. Oh. Die waren auch vorhin noch nicht abgenutzt. War wieder ein scheiß Zombie. Na gut, die wird sich eh gleich wieder ganz schön abnutzen. Bei dem, was ich gleich vorhabe, und zwar, ja, die Spannung steigt. Ich lasse sie auch extra steigen. Cobblestone. Oh, Cobblestone, können wir uns gleich mal angucken. Obwohl ich so viel im Ende gebaut habe und alles. Und auch im Nether habe ich sogar noch was gebaut. Das könnte ich vielleicht nochmal zeigen. Ja, genau, im Nether habe ich sogar noch was. Fällt mir gerade so ein. Komm, das zeige ich noch ganz kurz. Und obwohl, was ich sagen wollte, obwohl ich so viel gebaut habe, komm, da gehe ich nochmal ganz kurz zurück, habe ich doch so viele Cobblestones gesammelt und habe sogar noch im Tempel ganze Menge rumliegen. Also durch den Tempel habe ich echt so viele Cobblestones gekriegt wieder. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel ich auch weggeschmissen habe oder habe despawnen lassen. Also es ist so viel und wieso habe ich jetzt wieder. Wir müssen noch tiefer erzielt. Wird mich wohl verarschen, hä? Ich gehe mal auf einfach. So, hier haben wir jetzt den alten Portalraum. Hier ist natürlich auch alles abgerissen. Und hier ist jetzt ein Command-Block. Zu dem kommen wir dann später noch. So, hätte ich beinahe vergessen hier alles. Da haben wir natürlich unsere Höhle auf dem Obsidiansee. Da geht es immer noch hin, so wie wir es kennen. Aber hier, so, hier ist jetzt immer noch der ehemalige Lagerraum, ist natürlich längst keiner mehr. Da geht's in den Nether, falls ich mal irgendwie Zombie Pigmen jagen will oder so, was ich eigentlich nie mache. Aber wie gesagt, ich wollte ja mal diese Goldfarm oder Zombie Pigmen oder Witherskelettfarm bauen, je nachdem. Hat aber alles nicht so funktioniert, weil ich keine Location gefunden habe. Oh, Scheiße. Mann, jetzt schießen die wieder auf mich hier. Was ist kaputt gegangen? Ach, keine Ahnung, irgendwas da unten. So, und zwar gehen wir jetzt mal dahin. Da hinten sieht man schon etwas. Und da hinten geht es dann halt zu dieser Baumfarm-Gegend. Ist die X3000-Höhle. Oh. Sogar Baby-Zombie-Pigman hier. Und hier den Weg zur X3000 Höhle habe ich jetzt mal ein bisschen ausgebaut. Da hinten ist noch ein Lohnspawner, den ich auch zugebaut habe. Und hier habe ich auch noch eine Menge Cobblestone verprasselt. Also das glaubt ihr gar nicht, wie viel hier drin steckt. Na gut, man sieht's ja, aber man kann es nur schlecht schätzen. Und dann habe ich doch noch so viel wieder gesammelt. Also war ich dann wieder auf anderthalb Kisten runter oder sogar nur eine Kiste wieder, wo ich das hier fertig hatte und am Ende war. Und oh, mir fehlt sogar noch was. Oh, habe ich auch noch was drin. Wusste ich gar nicht mehr. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
natürlich noch Ender Chest. Und da geht's halt in eine Höhle. Ich überlege gerade was. Ach, ich ist alles noch nicht fertig, sag mal. Was ist denn das für ein Push am Bau? So. Hier haben wir jetzt das Portal. Sollte man ja vielleicht noch kennen. Ich kann ja mal ganz kurz reingehen. So, da hinten geht's halt raus. Hatte ich das ja ausgebaut? War das letztes Mal schon? Ich weiß es gar nicht. Und hier habe ich jetzt noch immer Feuerstein, Feuerzeug und Tintenbeutel. Und ein Steinschwert. Alter, ey, ist das lange her. Damals habe ich noch Steinschwerter verwendet. Tja, ist ja lustig. Und irgendwo waren doch hier noch Netherracks, ne? Sowas merkt man sich einfach, dass hier noch Netherracks in der Höhle war. Und alles. Weißt du, was wird man nie vergessen? Irgendwie. Das sind so Sachen, die einen geprägt haben. Siehst du, da hinten sind Netherracks, habe ich doch gesagt. Und hier habe ich mal irgendwo Smaragd gefunden noch. Und da hatte ich hier irgendwas hingeschmissen. Und wollte nicht, dass das despawnt und musste dann irgendwie mich organisieren. Ja, das weiß ich auch noch. Das sind alles so Sachen, die man nicht vergisst. Und da hinten sind sogar noch Teile, die nicht erkundet sind, ne? Gibt's das auch noch? Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich hatte hier noch, ich war hier noch mal drin und habe alles erkundet, aber so wie es aussieht, doch nicht. So, hier Netherrack, wie gesagt, ne? Hey, was war das jetzt? Habe ich Monster? Ach ja, Monster habe ich ja an. So, komm, gehen wir mal zurück hier. In die Oberwelt. Und natürlich wieder von Gas werden wir empfangen. Nicht in die Oberwelt, in den Nether natürlich. Wo die Lava blöppelt und keine Ahnung was. Ja, komm, komm, komm. Jetzt wär mal nicht handgreiflich hier. Alter, ey. Zerstört mir noch meine schöne Kiste. Mit den ganzen Netherracks. Und ein paar Netherziegeln, die ich noch gesehen habe, auch nicht mitgenommen habe. Ich will heute noch eine Sache machen. Eine große Sache, eine abschließende Sache. Und zwar... Ach nee, komm, ich verrat's noch nicht. Ich baue doch noch ein bisschen Spannung auf. Zumindest in der Zeit, wo wir jetzt zurückgehen und von der Lore angegriffen werden. Nee, komm, da kann ich doch entfliehen, oder? Ja. So, gleich was essen. So. Dann hier durchlaufen durch die alten Räumlichkeiten. Ich kann mich noch erinnern, als ich das gebaut habe. Alter, das ist das ewig her. Ach, da bin ich einmal runtergefallen, hab mich so geärgert. Habe ich mein ganzes Zeug verloren, da hatte ich irgendwie alles noch Steingerät und so. Wäre heute eigentlich gar nicht, überhaupt nicht mehr wertvoll gewesen. Da habe ich mir damals schon eingeschissen, wenn ich meine Eisenspitzhacke verloren habe. So, wenn wir jetzt diesen Command-Block betätigen, landen wir auf einer Festung, die, wie ich finde, sehr geeignet war für eine Witterskelett-Farm. Aber ich habe dann doch keine gebaut, weil ich hätte alles abkleben müssen hier in der Umgebung. Es hätte einfach so ewig gedauert, das war die Sache nicht wert. Ich wollte mir nämlich ein paar Witterskelettköpfe angeln. Einen hatte ich ja schon, den hatte ich schon ziemlich früh erhalten. Sogar ein paar Tage nach 1.4.2 Update, also irgendwie Ende Oktober 2012. Da hatte ich meinen ersten Witterskelettkopf erhalten. Und ja. Ich gehe aber jetzt, also hier die Festung, ne, und so. Nur dass ihr nochmal wisst, wozu das war. Aber ich wollte jetzt eigentlich an Fallschaden sterben. Ne, im Ernst, ich wollte jetzt wirklich am Fallschaden sterben. Weil, sonst komme ich nie mehr zurück. Es geht irgendwo dahin zurück, aber ich weiß nicht mal wohin genau. Deswegen, so. Hä? Ah, ich habe Federfallschuhe an, die muss ich natürlich ausziehen. Ich habe ja Keep Inventory, da passiert mir, da passiert den Sachen auch nichts. Und in die Lava will ich jetzt nicht gehen, sonst nutze ich die Rüstung ab. Fände ich ein bisschen blöd.
Der Fallschaden nützt sich ja nicht ab. So. Ach komm, zieh ich's halt aus. Spring in die Lava. Und dann geht's wieder weiter. So, jetzt spawn ich auch zum Glück hier. Und nicht mal in einem Baumding da. So, und zwar eine Sache. Ich hatte ja gerade schon die wieder Skelettköpfe erwähnt, ne? Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich schon einiges denken können. Denn hier drin habe ich... Ne, da habe ich sogar nicht. Hier drin habe ich jetzt drei wieder Skelettköpfe, drei Stück. Ich habe sie tatsächlich zusammengekriegt. Und die Textur ist auch falsch, ne? Früher hatten die mal dann wirklich so, so eine Minecraft-Textur auch. Aber weil das Texture Pack ja zweimal kommentiert werden musste und noch nicht mal für 1.7 geupdatet ist, da kannst du nicht mehr erwarten. So. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal 4 Seelensand mit und 3 Widerskelettköpfe. Und ich mache das ja einfach am fließenden Band. Ich wollte jetzt eigentlich cutten, aber machen wir mal nicht, ne? So. Und zwar gehen wir jetzt in eine Gegend. Ja, wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Alter, ich weiß gar nicht, wo wir hingehen wollen. Ich möchte das gerne in... Nee, komm, ich stelle mich dafür heraus... Ich stelle mich der Herausforderung und mache das Ganze in einer Wüste. Und zwar in der Wüste, die eh schon versaut ist. Und da begebe ich mich mal ganz kurz hin, Game Mode 1. Und zwar da hinten im... in der Sandsteinfarmwüste. Ich trinke mal ganz kurz was. Schon übelst warm geworden jetzt. Ach egal, so. Da fliegen wir mal hin. Hier sieht man noch immer die Überreste hier vom Sumpf. Na, die Seerosen. So. Und dann machen wir das einfach mal am helllichten Tag. Und ich merke schon, ich habe auch eingestellt, das Game... Ich hatte erst eingestellt Game Rule Do Daylight Zyklus Forts in der Nacht, dass ich Monster jagen kann, wann ich will. Und dann hatte ich es immer am Tag gemacht, dass immer Tag bleibt. Fand ich irgendwie dann auch besser, weil damit ich nicht ständig schlafen gehen muss, weil es mich dann genervt hat halt. So. Und zwar spawne ich den Witter am besten, den Witter, am besten hier in der Mitte des Sumpfes oder des, keine Ahnung was. Game Mode 0. So, dann gucke ich erstmal auf meine Rüstung. Hatte ich irgendwo Explosionsschutz? Ich habe nicht mal Explosionsschutz, scheiße. Na komm, normaler Schutz tut's ja auch. So, dann stellen wir den mal hier her. Damit ich das auch auf Video habe, wenn ich in dieser Welt am 7.3.2014 den Widder spawne. Ach man, anderthalb Jahre später, sieht es so, sahen die dann eigentlich auch im Inventar aus. Und jetzt der Moment. Wir haben den Widder erschaffen. Nach so langer Zeit. Bogen habe ich bereit, ich habe nur 46 Pfeile mit, war vielleicht ein Fehler. So, es geht los. Der Kampf gegen den Witter. Ich wollte es erst in der Höhle machen, dann wäre es auf jeden Fall sicher gewesen. Wow. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mal sehen, ob ich den Kampf überlebe. Alter. Alter. Oho. Hätte ich vielleicht für meine Sandsteinform gebrauchen können. Alter, 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 nimmt er mich mit. Weil ich das jetzt mal mache. Wow, jetzt packt das ja noch rum, ey. Komm, krab dich runter, Mann. Ah, Mann, irgendwie so kriege ich das nicht hin. Ja, komm hier runter, komm. Trau dich. Trau dich hier runter.
Haben die so eine gute KI? Ich weiß das gar nicht. Ach, da kommt ja nicht runter, oder wie? Mit seinen riesen Dingern hier schießen, aber hat da nicht runterkommen. Hallo? Ach, der regeneriert sich ja auch wieder, oder? Ich weiß es nicht. Alter. So kann ich das nicht schaffen. So, jetzt ist er resistent gegen Bögen. Wir haben den Widder erledigt und ich denke mal, oh, Alter, das war jetzt ein Kampf. Hat er jetzt seinen Netherstern? Da muss er seinen Netherstern gedroppt haben. Hä? Wo ist denn jetzt der Netherstern? Das übrigens wertvollste Item in Minecraft sind nicht Diamanten oder irgendwas Lapidares, sondern wirklich die Nethersterne. Weil die kriegt man wirklich nur einmal. Oder wenn man eine Widderskelettform hat, dann kann man es auch öfter kriegen. Oder irgendwie ein Plünderungsschwert oder so. Da haben wir doch im Inventar schon. So, kriegt man noch ein bisschen Sandstein frei. Und da hätten wir jetzt beide Bosse besiegt. Den einen, das habe ich leider nicht gefilmt. Den Enderdrachen wäre vielleicht auch mal ganz gut gewesen. Sonst noch, aber na komm, wir können noch ein paar Sachen aufnehmen. Da hebe ich hier noch mal die Sachen auf, komm, das sind wir der Welt einfach schuldig. Jetzt nach dem spannenden Witterkampf, doch, das war schon spannend. Da war schon gar nicht mal so ohne und jetzt haben wir hier noch Hexen. Super, auch noch eine Höhle. Komm, bist doch tot. Was willst du mir jetzt noch anhören, ha? Hast gerade den Witter gesehen, er kann viel mehr als du. Ach, hier habe ich auch noch eine unerforschte Höhle. Interessant. Na gut, wir wollen aber jetzt keine Höhlen erkunden. Komm, hier hochspringen. Sondern den Sandstein einsammeln. Und ich möchte mir jetzt noch ein Leuchtfeuer machen. Jetzt, wo wir das eine Ding noch haben, den Netherstern, dann möchte ich mir sowas auch einfach mal gönnen. So, hier, das war alles von mir abgegrast. Wir können natürlich dann auch noch gerne mal in die Kiste gucken, auch wenn es kein Schwein interessiert. Nur damit ich es gezeigt habe, damit keiner rummeckern kann. So, hier haben wir jetzt also tatsächlich den wieder besiegt. Zum Glück habe ich es auf Video, dann kann ich es mir immer wieder angucken. Ich werde es immer zum Einschlafen angucken dann. Bis an mein Lebensende. Nee, komm. Übertreiben wir mal auch nicht. So, ja, hier haben wir noch ein paar Werkzeuge drin. Ich habe auch jetzt sehr lange Zeit, seit dem letzten Special nicht, aber seit, sagen wir mal, Dezember habe ich jetzt auch nur Eisengeräte immer benutzt, weil ich, ehrlich gesagt, für Diamanten ein bisschen zu geizig war. Ich wollte einfach nicht nochmal eine Höhenerkundung machen. Also keine gezwungene Höhenerkundung. Damit ich noch Diamanten irgendwie zusammenkriege. Für die Geräte. Und deswegen habe ich einfach gesagt, nee, machen wir es so. Einfach mit Eisengeräten. Fand ich dann ein bisschen billiger und besser. So. Und ich mache mir jetzt mal ein kleines Leuchtfeuer. Und da haben wir doch jetzt fast eine Stunde voll, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass ich eine Stunde brauche. Ich hatte... Na gut, am Anfang, ich hätte schon damit gerechnet. Aber ich hätte gedacht, komm, das schaffen wir doch in weniger Zeit. Aber jetzt doch eine Stunde aufgenommen. So, das war ein Huster, der musste jetzt raus. Ach, ich dachte schon, ich lande genau davor.
Muss wieder in so einem komischen Winkel abschießen, aber. Nee, diesmal hat man Glück. Ach, komm. Überall Spinnen hier. Die einen ja durch alle Blöcke sehen können. Außer durch Glas. Nee, natürlich nicht. So, schön hier über den Baumgipfeln lang zu laufen, oder Baumkronen. Wie viel Brot ich jetzt schon mehr verbraucht habe. Ich hatte das Schwert noch 1430, vorhin hat es noch 1489. Da hatte ich es nämlich gerade repariert und habe erörtert oder eruiert, ob es sich lohnt, das zu mit 3 Diamanten oder doch nur mit 2 zu reparieren. So, ach nee, hier ist das ja gar nicht. So, das Leuchtfeuer, das möchte ich jetzt doch noch machen als Abschluss. Und das mache ich dann doch da hinten hin. Jetzt weiß ich, was ich dahin mache. Das gute alte Leuchtfeuer. Und zwar mache ich das nicht aus irgendwelchen komischen Sachen, sondern ich mache das schon aus professionellen Sachen. Der Satz war jetzt ein bisschen komisch, aber egal. So. Ich lade das mal mit dem Krempel wieder ab. So, und zwar, das Schwarzpulver kommt hier auch noch hin. Die Erde kann ich eigentlich im Inventar behalten, die stört jetzt nicht so. So, dann brauchen wir Obsidian und Glas. Obsidian habe ich zum Glück genug, da habe ich mal ein bisschen gefarmt. Gleich hier unterm Haus, ich glaube 5 oder, ne, 3 brauchen wir, 1, 2, 3. So, ich habe noch nie im Survival-Mode Dingens gebaut. Jetzt würde mich mal interessieren, dass, nee, mit farbigem Glas geht das glaube ich nicht, weil das eine andere ID hat. Farbiges Glas hat ja die ID von früher verschlossenen Truhen. Ich kann es auch mal probieren. Ich immer in meinem Tüftelwahnsinn hier. Nee, geht nicht. Geht, muss man also mit normalem Glas machen. Und jetzt haben wir also tatsächlich, nee, weißt du was? Ich crafte mir nicht das Leuchtfeuer hier. Ich werde es mir nicht hier craften, sondern, das ist mir einfach ein Anliegen jetzt, es ist mir einfach ein verdammtes Anliegen, dass ich das Leuchtfeuer an meiner guten alten ersten, übrigens, es war wirklich die erste Werkbank, die ich hier in dieser Welt hatte, die hatte ich erst in so einer Höhle aufgestellt und dann habe ich sie hierher verfrachtet und hier werde ich mir jetzt das Leuchtfeuer machen. So, da haben wir es. Und ich habe es nun endlich vollbracht. So. Bin jetzt extra da hochgelaufen. Oh, ist ja nicht so ein weiter Weg. Kann man schon mal machen. So. Dann, was wir als nächstes brauchen. Warum ich die Diamanten immer vom von den Glücksdiamanten so getrennt habe. Das hat einen ganz guten Grund, und zwar, die Diamanten hier wollte ich mir aufheben für das Leuchtfeuer. So. Ich weiß noch nicht genau, wie viele ich brauche. Ich mache mir einfach mal ein paar. Alter, ey. 35 verdammte Diamantblöcke. Und da sind noch nicht die ganzen anderen Glücksdiamanten drin, die ich übrigens hier in den Diamantgeräten verbraucht habe. Vielleicht blende ich am Ende auch mal ein, wie viele, also Diamanten habt ihr jetzt gesehen, wie viele Diamanten in der Truhe waren. Und am Ende blende ich vielleicht mal ein, wie viele Diamanten ich jemals verbraucht habe, nur weil ich sie hier in Werkzeuge gesteckt habe. Das habe ich mir nämlich alles aufgeschrieben. Ja, hör doch richtig. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Und die ganzen Diamanten, die werde ich am Ende des Videos wahrscheinlich mal einblenden. Vielleicht mache ich dann auch so einen kleinen Abspann noch. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Das könnte man sicher ganz nett machen. Ganz nett bearbeiten. So. Da kommt das Leuchtfeuer hin. Ich weiß gar nicht, wie groß die Pyramide sein muss. Ich glaube, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal 9, oder?
So viel Diamantblöcke habe ich gar nicht. Aber überhaupt nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun. Alter, so viele Diamantblöcke habe ich gar nicht. Dann mache ich mal Folgendes. Den Rest mache ich einfach aus Eisenblöcken. Das kann man ja auch, man kann das ja mischen. Ach, so viel Eisen habe ich jetzt hier gar nicht, ey. Na gut, hier unten in der Truhe habe ich ja noch ein bisschen was. Ein bisschen. Da verbrauchen wir jetzt endlich mal unser ganzes Eisen. Alter, wer hätte das alles nochmal gedacht jetzt? Dass doch so weit kommt in meiner Welt hier. Und das Lustige ist ja, das kann ich irgendwie auch nochmal erzählen, irgendwann. Ich hatte ja erst gar nicht geplant, die Welt hier zu behalten, als meine Survival-Welt, ne? Ich wollte ja erst die Welt hier noch löschen am Anfang. Die hatte ich einfach nur mal so erstellt, man erstellt ja hier und da mal schnell eine Welt, weißt du? Und ich hatte eigentlich überhaupt nicht geplant. Ach so, 64, 21, ich dachte schon nur 21. Ich hatte am Anfang gar nicht geplant, die Welt hier so lange beizubehalten, so lange der treu zu bleiben und so weiter. Kennt man ja. Es ist schon Wahnsinn, was daraus so geworden ist. So. Bauen wir jetzt das Leuchtfeuer doch noch mal manuell. Aber ist ja auch gar nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, ob das so groß sein muss. Vielleicht muss auch nur zwei kleiner sein. Ich weiß nur, dass es vier Stufen haben kann. Alter, ey. Wie riesig. Ha, das Eisen reicht nicht. Reicht nicht. Warte, ich probiere das mal mit Dreck aus. Nee, ist richtig. Vier Stufen kannst du Öller höchstens haben. Alter, wie viel Eisen ich jetzt noch brauche dafür. Man kann das ja auch nicht irgendwie aus Kohleblöcken machen oder so, sondern nur aus Eisen, Diamant, Gold oder Smaragd. Aus Smaragdblöcke habe ich überhaupt nicht. Alter, kriege ich das überhaupt hin? Mit dem Eisen. Ich hoffe, ich habe da noch genug Eisen, Alter. Wer hätte gedacht, dass ich jemals nochmal zu Eisenmangel kommt? Naja, so, ich hoffe, das reicht jetzt, 64 Eisenblöcke. Sonst habe ich ein kleines Problemchen, ne? Alter, verprasse ich jetzt hier mein ganzes Eisen einfach mal. So, out of Eisen, würde ich mal sagen. Nix mehr übrig. Ist echt ein Witz. Also wenn das jetzt nicht reicht, wäre ein bisschen blöd. Leuchtfeuer kommt noch gar nicht, noch lange nicht. Doch, ich glaube mal, es könnte knapp werden, aber es könnte noch reichen. Doch, das reicht. Doch, das reicht. So. Und da haben wir also ein Leuchtfeuer, das bis ganz nach oben in die Sonne geht. Ja, jetzt strahle ich gerade meine Initialen in die Sonne. Mit so einem Laser, gell? Muss man sich jetzt vorstellen. Ich finde es auch immer so geil, wenn man hier innen steht. Sieht immer sehr geil aus irgendwie. Wenn man dann hier so entgegensteuert, ist das alles verbuggt. Naja. So, jetzt bin ich hier hinten. Gut, und da können wir natürlich jetzt auch noch so ein paar Sachen einstellen. Stärke, Sprungkraft, was weiß ich. Also ich kenne ja das Interface gar nicht so richtig. Ich kenne nur das Original. Stärke.
Ja, da stellen wir mal ein. Regeneration, oder? Wäre mal ganz cool. So, da kann ich jetzt hier bezahlen. Und nehme zum Beispiel Stärke. Entweder Regeneration. Also wir können jetzt entscheiden, entweder Stärke 1 und Regeneration oder Stärke 2. Verstehe ich auch irgendwie nicht, das ist also komisch. So. Dann könnte ich natürlich auch Resistenz könnte ich machen. Und Geschwindigkeit wäre auch noch ganz geil. Kann man eigentlich auch mit einem Block 2 machen? Das weiß ich gar nicht. Ich nehme einfach mal Stärke. Ich kann es ja jederzeit ändern, indem ich wieder bezahle. So, jetzt ist es weg und jetzt habe ich. Ah ne, nicht Tab, sondern das. Jetzt habe ich ja tatsächlich Stärke. Ich habe nur Stärke 1 genommen. Nehme ich mal Stärke 2. So, jetzt haben wir Stärke 2. Jetzt kann ich ja alles mit einem Schlag plätten. Na, haben wir ja gerade mal einen Zombie. Komm, ich probiere das mal aus. Mit Game Mode 1. Da hole ich mal einfach mal so einen Zombie her. So ein Zombie-Pigman. Na gut, egal, komm. So, mit einem Schlag tot. Das ist richtig geil. Also ich finde es sehr geil. Game Mode 0. Und ich hatte ja hier auch noch so einen freien Platz. Hier wusste ich noch nicht, was ich hinmachen soll. Und Leuchtfeuer macht sich ja wirklich sehr, sehr gut. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir auf den letzten Rückzug. Das Video ist über eine Stunde lang geworden jetzt. Tut mir leid, aber ist halt so, ne? Und ja. Ich würde sagen, das wäre es jetzt endgültig gewesen mit unserer FFF-Welt. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen natürlich. Oh, Mann. Muss man jetzt doch nochmal Revue passieren lassen, was ich mit der Welt hier alles gemacht habe. Es wird wahrscheinlich jetzt kein Show mehr folgen. Hatte ich ja letzte Folge schon gesagt und ich habe mich auch eigentlich dran gehalten. Und ich würde sagen, das war's dann gewesen. Das fröhliche Hühnergegacker geht natürlich immer noch weiter. Wir haben jetzt beide Bosse besiegt, den Enderdrachen im September und jetzt im März habe ich den Widder endlich besiegt. Ein paar Sachen gibt es natürlich noch zu tun, wie zum Beispiel an dem Spawning Ground, da könnte ich noch ein paar Sachen machen. Oder hinten am Tempel, da gibt es dann natürlich auch noch ein paar Ausgänge, die man vielleicht nochmal ausbauen könnte. Aber sonst gibt es hier in der Gegend eigentlich nichts mehr zu tun, wenn man sich die Karte mal da oben anguckt. Dann sieht man doch schon, also es ist ja schon so ziemlich alles gebaut, bebaut. Die ist jetzt gar nicht geupdatet. Da müssen nämlich jetzt eigentlich das Leuchtfeuer drauf sein. Ich glaube, die update sich dann erst, wenn ich mich neu einlogge hier. Okay, das wäre es dann jetzt gewesen nach so langer Zeit. In den Kisten ist natürlich immer noch das Zeug hier drin. Oder hab ich hier noch was drin? In der. Und sonst ist alles. Ah, hier, Kürbisse sogar noch. Und das. Und ja, das wäre es dann endgültig gewesen. Nicht endlich. Tut mir leid, dass es jetzt vorbei ist. Es gab ja nicht allzu viele Folgen. Es gab nur 5 Folgen oder so. Und ich wollte eigentlich auch nicht, dass es jetzt mit 5 oder 6 Folgen endet. Aber ja. Jetzt ist es halt so und da würde ich sagen, jetzt machen wir aber wirklich endlich mal Schluss. Ich rede jetzt schon 10 Minuten oder, nee, 10 Minuten, Quatsch. 3 Minuten oder so um den heißen Brei. Aber es ist ja eh alles gelaufen. Es ist ja jetzt eh vorbei. Und es war nur noch die Dankesabschiedsrede. Und mal sehen, vielleicht gibt es demnächst doch noch ein kleines Special. Nicht in Form eines Let's Shows oder so. Sondern in Form einer anderen Sache oder so. Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht eine Höhlenerkundung oder irgendwas. Auf jeden Fall wird es in dieser Welt wieder stattfinden. Gucken wir mal. Und ich bedanke mich jetzt zum 50. Mal fürs Zuschauen.
für uns natürlich auch fürs mit dabei sein in der schönen langen Zeit, also für mich lange Zeit, für euch und so ein paar Folgen. Und dann Tschüssikowski!